Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Chobi Hui. Und worum geht es heute? Heute geht es um Meiyu. Meiyu, schöne Frauen, super. Nein. Meiyu. Hä, amerikanisches Englisch? Ach, Meiyu. Ja, Mei ist doch Amerika und Ü Sprache, amerikanisches Englisch, Meiyu. Nein, es geht um Pflaumenregen. Ach, Meiyu, sag's doch gleich. Ja. Ja, im Chinesischen, da ist das oft so, da dann hören sich manchmal der dritte Ton und der zweite Ton sehr ähnlich an. Also am Anfang hatte ich ja ganz was anderes gehört. Meiyu, das ist schön, Mei, also dritter Ton, Mei, schön und Nü, Frau, also schöne Frauen. Das wird eigentlich ganz oft gebraucht, oder? Meiyu. Ja, das Wort, ich meine jetzt das Wort wird, kommt das ziemlich oft vor. Okay, das Wort wird ja, sehr oft gebraucht. Ja. Nicht die Schönheit. Oh, Meiyu, ja genau, wenn man jemanden, kommt jemand, den man vielleicht kennt oder nicht kennt und setzt sich zu einem an den Tisch, oh, Meiyu, Laila. Genau. Oder das sagt man doch. Ist ja, doch ja, sagt eine, man wirklich, ne? Eine Schönheit ist gekommen, genau. Ja, aber man fühlt sich dann ganz wohl. Ja, ich? Du ja. Ja, stimmt, also. Stimmt. Ja. Meiyu. Ja, bei der letzten Sendung noch war Bihoi noch etwas geschafft von ihrer Deutschlandreise. Aber heute siehst du wieder top aus, Bihoi. Oh, dankeschön. Ne? Schön wie immer. Ja, wirklich ein Meiyu bin genau. Ich heute, oder? Oh, ja, und dann als zweites hatte ich verstanden, Meiyu. Das Mei ist das gleiche maybe bei schön, aber es wird auch dazu gebraucht, um Amerika zu beschreiben. Also Amerigo, also wenn man das so übersetzt, Amelika oder so. Und das, ja, diese zweite Silbe, Amelisien. Oh, die zweite Silbe ist auch eben von diesem schön, Amei. Ja. Deswegen habe ich erstmal Amei und Ü bedeutet Sprache. Dachte ich erstmal, ja, amerikanisches Englisch, aber klar, alles klar. Ne? Um diese Jahreszeit geht es natürlich nicht um amerikanisch-englisch, sondern um den Pflaumenregen. May ist die Pflaume im zweiten Ton, ne? Und Ü wie die Sprache im dritten Ton, aber ein anderes Zeichen. Und ja. Das heißt Regen, also Pflaumenregen. Pflaumenregen auf Chinesisch. Meiyu. Ja, nochmal. Meiyu. Jetzt ist bei mir auch der Groschen gefallen. Aber gut, wenn man das jetzt direkt übersetzt, Pflaumenregen, das hört sich ja erstmal an wie im Schlaraffenland. Ne? Da regnet es Pflaumen vom Himmel. Nein, das heißt ja, diese Regensaison kommt immer zum Mai und Juli. Und zu dieser Zeit werden normalerweise in Mitte Südchina die Zeit für Pflaumen. Also Pflaumen sind ja zu dieser Zeit reif. Reif, ah, Pflaumenernte. Pflaumenernte, ah, ja, genau. Okay, nicht die Pflaumenblüten, das könnte auch sein, Pflaumenblütenzeit, nein, ist die Pflaumenerntezeit. Genau. Im was? Im Mai, Juni können die schon Pflaumen essen. Ja, genau, in Taiwan. Aha. Also in China müsste wahrscheinlich noch ein Monat später sein, aber in Taiwan ist gewöhnlich Mai und Juni. Die Zeit des Pflaumenregens. Genau. Ja, und was heißt das jetzt? Ich meine, es regnet doch eigentlich das ganze Jahr über. In Qilong hat es, glaube ich, 360 Regentage, oder? Nein. In Nordtaiwan? Im Jahr haben wir nur 360 Tage. Ne, aber in Qilong. 365. Oh, okay. Ja, und in Qilong regnet es doch 360 Tage im Durchschnitt. Nein, über 200 Tage. Ach, nur über 200, ja, okay. Nur. Also, das heißt, jeder zweite Drittel. Ja, jeder dritte Tag ist regenfrei. Genau, stimme ich auch. Schlecht beim Rechnen. Auf jeden Fall, tatsächlich seit Mai regnet es hier in Taiwan so oft. Ja. Ja. Ja, ich finde auch, es wird überhaupt nicht warm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr ist ein extrem kaltes Jahr. Also wir ziehen jetzt im Mai noch, muss ich noch oft so eine Jacke mitnehmen. Mhm. Vor allem Daunenjacke. Am Morgen, wenn man aus dem Haus geht, ist es noch kühl, also für diese Jahreszeit Zeiten, zu kühl. Ja. Ne? Und am Abend dann wird es auch wieder kühl. Und in der Nacht, ich habe ja keine Kopfbedeckung, also keine Haare, keine natürliche Kopfbedeckung. In der Nacht muss ich tatsächlich auch immer noch so ein
seinen Ureinwohner-Käppi tragen. Ja? Mütze ist zu warm und so eine Schirmmütze, die stört irgendwie beim Schlafen, aber gibt es eben diese Ureinwohner-Mütze, sind das auch nicht so, Käppis halt. Genau, die haben, sind praktisch und die muss ich jetzt in der Nacht auch tragen, weil es sonst zu kalt am Kopf wird. Ja. Jetzt? Ja, jetzt. Im Juni? Im Juni, ja, das ist doch, ist doch nicht normal, oder? Ja, das ist gar nicht normal, aber ich gehe davon aus, dass es alles hat mit den Formenregeln nicht direkt zu tun. Das ist wahrscheinlich wegen Klimawanderung oder sowas. Das, ja, ist, eher das so. Ist immer schuld, ja. Aber du hast auf jeden Fall schon recht, zu dieser Saison ist heute schon zu kalt. Ne? Und ich kann mich noch daran erinnern, in dem vergangenen Jahr, fast schon im Mai, haben wir Klimaanlage in der Nacht eingemacht. Ja. Und jetzt ist auf jeden Fall schon ein bisschen blamierend, wenn ich Klimaanlage einmache, das ist mir schon ein bisschen kalt. Ja. Aber wenn ohne Klimaanlage, ist mir wieder zu heiß. Oder zu muffig. Ne? Ja, genau. Keine Durchlüftung. Ja, dann komm doch zu uns auf die Berge. Ne? In die Berge ziehen, da geht immer ein Lüftchen. Okay. Da ist es, also wir brauchen keine Klimaanlage. Eigentlich das ganze Jahr über nicht. Außer es kommt viel Besuch. Dann wird es auch bei uns im Haus etwas wärmer. Aber ansonsten brauchen wir eigentlich keine Klimaanlage. Okay, sehr gut zum... Gut, jetzt zur Pflaumenregenzeit ist es natürlich dann etwas feuchter. Weil es ja ständig so leicht nieselt, regnet, dann können wir die Fenster gar nicht so oft aufmachen. Sonst ist am Boden auch so eine Wasserschicht. Kennst du das? Ja, kennst du das? Wenn nein, auf dem Boden eine Wasserschicht. Also nicht eine Schicht, also so ein, so ungefähr, so ein ganz dünner Film. Also eine, und wenn man das nicht weiß, ist das direkt gefährlich, man kann dann ausrutschen. Ja, ja, genau. Ich würde sagen, in mancher Gegend in Danshui oder Neihu, ne, schimmert auch an der Wand. Das sieht man schon ganz deutlich. Ja. Der auf Chinesisch genannte Wandkrebs oder Bi'ai. Bi'ai. Wandkrebs. Und Schimmer heißt Mei. Auch Mei, wie die Pflaume wieder. Ja, genau. Und deswegen Meiyu, Pflaumenregen, wird in Taiwan auch oft als Schimmelregen bezeichnet. Das ist ja interessant. Genau. Das sagst du mir jetzt erst nach 20 Jahren. Du hast mich erst jetzt nach 20 Jahren zum ersten Mal gefragt. Ja. Ja, genau. Und habt ihr bei euch zu Hause Schimmel? Jetzt in der neuen Wohnung nicht, aber in der alten Wohnung schon. Ja, da ist es ja egal, die wird ja abgerissen. Ja, ist schon abgerissen. Ja, die ist schon abgerissen. Ja, Gott sei Dank. Wieso hat es dann da noch Schimmel? In der neuen Wohnung schimmert jetzt nicht. Aber nur deswegen, weil wir in diesem Jahr haben wir ein neuer Entfeuchter gekauft. Das heißt, wir haben jetzt zu Hause zwei und die zwei Geräte arbeiten Tag und Nacht. Oh. Ja, den ganzen Tag haben wir die eingemarkt. Ja. Ja, gehen die nicht über irgendwann? Noch nicht. Nicht? Dann ist es ja nicht so feucht bei euch. Aber wenn der voll ist, ne, dann muss man diesen Eimer rausnehmen, genau. Und das klemmt oft und dann verschüttet man das ganze Wasser wieder auf den Boden. Ist dir das noch nie passiert? Nee, das tut mein Mann. Ach so, das ist seine Aufgabe. Ist ganz, okay. Ja, der ist sehr vorsichtig. Ah, der Mann, ist sehr vorsichtig, ja. Okay. Ja, das muss man alles wissen, ne? Ja, sehr wichtig. Ja. Ne? Die Männer sind für zwei Dinge wichtig zu Hause. Einmal die Abfälle wegbringen. Ja, jeden Tag zweimal um 14 Uhr und 19 Uhr, oder? Da kommt der Müllwagen. Ja, aber diese Aufgabe muss er jetzt nicht mehr machen, weil wir extra Menschen eingestellt haben für Abfallentsorgung. Dein Mann und du, ihr habt extra einen Menschen angestellt, um eure Abfälle zu entsorgen. Nein, das Haus zusammen. Das ach so, ihr wohnt in so einer Community, in so einem Wohnblock. Und da gibt es so einen Wohnblockwärter oder Wohnblockwächter oder einen Wohnblockhausmeister. Hausmeister. Wie immer man das nennen mag. Ne? Der hat ein multifunktionaler Wohnblockhausmeister. So, genau, der muss alles machen. Ja. Natürlich haben wir dafür bezahlt. Und mein Mann ist dann von dieser Aufgabe verschont. Ah. Und müsst ihr dann noch Müll trennen oder nicht? Ah ja, doch, das auf jeden Fall. Schon. Der passt sowieso immer drauf. Ja. Ah. Und dann, er hat jetzt noch eine andere, obwohl er eigentlich schon diese Aufgabe immer gehabt. Und jetzt sorgt er noch mehr dafür, dass das Wasser in diesem Luftentfeuchten. Ja, genau. Dass das regelmäßig geleert wird. Ah ja, das ist natürlich eine sinnvolle Aufgabe.
Ja, das sorgt wirklich für eine ganz angenehme Atmosphäre zu Hause, damit die nicht so feucht ist. Ne? Mhm. Wenn das zu feucht ist, fühlt man sich eigentlich auch unwohl. Unwohl, ne? Und verschwitzt und verschnupft, genau, und alles, genau, Mögliche. Gibt es denn jetzt zu diesem Pflaumenregen irgendwie spezielle Feste, auch so ein Pflaumenregenfest? Ich meine, ihr Taiwaner feiert doch so gerne, habt ihr nicht auch ein Pflaumenregenfest zum Beispiel? Nein, das leider noch nicht. Ne? Ja, aber sollten wir mal einführen. Ja, genau. Und dann Pflaumenkuchen präsentieren. Oder ja. Pflaumenwein. Ja. Pflaumenwein. Ja, das ist gut. Okay. Oder? Mhm. Ja, eigentlich hört sich wirklich sehr romantisch an. Allerdings diese Pflaumenregeln sind für die Taiwaner so eine Sache. Manche Leute erwarten schon immer auf diese Zeit, aber manche doch etwas weniger. Ja, wieso freut sich jemand auf diese Zeit? Weil viele Stauseen waren zuvor fast ganz leer. Ach so. Man hat ja Bedenken, dass man in diesem Jahr unter Trockenheit leiden müsste. Mhm. Und jetzt kommen die Niederschläge zahlreich. Mhm. Und dann sind die meisten Stausee fast schon voll erfüllt. Ja, super, können wir wieder einen Sommer durchhalten, oder? Ja, aber ja, das sorgt wieder für manche Sachschäden. Wenn zu viel regnet, ja. Erdrutsche und Erdrutsche, Steinschlag, ja. Oder auch Sachschäden in der Landwirtschaft. Ach stimmt, wenn da zu viel Wasser kommt, da kann man... Ist vielleicht die Ernte kaputt, ne? Dann genau, kann man, kaputt man, machen, ja. Oh. Tomaten, Reisfelder oder Wassermelone. Ich dachte, Reisfelder brauchen viel Wasser. Ja, schon, aber doch nicht zu viel. Viel. Okay, was machen wir dann, wenn wir keine Tomaten und Reis mehr aus Taiwan bekommen? Ja, dann kann man die importieren. Geht immer noch. Die Landwirte leidet natürlich darunter. Mhm. Auf jeden Fall, manche freut sich darüber, manche dann weniger. Und ich gehe davon aus, die meisten Leute sind nicht so richtig happy mit dem Pflaumenregen. Also ich eigentlich schon, ne? Weil ja, unser warum? Lager muss umziehen. Und wenn das jetzt so richtig heiß wäre, dann wäre der Umzug nochmal viel anstrengender. Aber so, ja, immer so angenehm kühl und auch manchmal eine kleine Brise Wasser, ne, okay, so auf der Haut, das kühlt, das ist angenehm, finde ich. Nur wenn der Regen nicht so stark ist, genau, ne, wenn das ganz stark ist, das hindert eigentlich bei dem Umzug. Ja, also wie gesagt, jede Sache seine verschiedenen Seiten hat. Ja. Aber und du hast wieder eine Statistik, wie viele Leute den Pflaumenregen möchten und nicht, oder wie? Nein, ich habe andere Statistik. Das ist eine andere Statistik, schön. Ja, also das heißt, allein die Pflaumenregensaison bringt ja im Durchschnitt jedes Jahr etwa so 440 Millimeter Wasser mit sich. Und das ist eigentlich gut für Taiwan, weil wir haben zwar sehr viele Regentage, allerdings mangelt immer an Wasser. Mhm. Ne? Du kannst bestimmt auch an viele Trockenzeiten erinnern. Manchmal ja, hat man vor allen Dingen die Industrie oder die Landschaft, wenn die kein Wasser haben, da haben sie großes Problem. Auf jeden Fall, Pflaumenregenzeit ist wichtig überhaupt für das Leben hier in Taiwan. Und das macht etwa so ein Fünftel der gesamten Niederschlagsmenge in Taiwan im Ach, Jahr. So wichtig doch. Das ja, habe ich auch immer unterschätzt bisher. Ja, gut, dass du immer deine Statistiken mit hast. Ja, ja, du hast immer nur an Menü gedacht. Ja, ja. Nicht an Menü. Hast du gemerkt, dass es immer mehr Kaka Kakerlaken gibt? Ja, habe ich tatsächlich gemerkt. Ja, ja, genau. Hat das auch mit dem Menü zu tun? Ja, genau. Wieso? Weil das ist genau so eine Umgebung für Kakerlaken. Die baden gerne, die schwimmen gerne. I'm singing in the rain. I'm singing. Die Kakerlaken, ja, die marschieren dann so rum und singen im Regen. Nein, ja, das stimmt ja nicht. Hast du noch nie eine Kakerlake singen hören? Nein, nein, nicht. Ja, das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Muss man ja zuhören. Ne? Es könnte sein, dass du bist ihr nur noch nicht begegnet. Ja. Ja. Seit Beginn des Pflaumenregens, da gibt es immer mehr Mücken und Kakerlaken. Ja, stimmt, Mücken auch. Ich bin dieses Schlange, Jahr so oft von Mücken gestochen worden wie noch nie. Ah ja, in diesem Jahr? Ja, jetzt die letzten zwei Wochen. Ach so. Ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ältere Menschen gestochen. Naja, ich bin ja auch älter jetzt. Älter als früher, doch. Also es passt alles zusammen. Ja. Es stimmt alles.
was du sagst. Ja, auf jeden Fall, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn das wirklich zu heiß ist und auch zu feucht ist. Und das sind eigentlich die zwei Merkmale bei dem Pflaumenregenzeit. Ach so, und das hört sich so toll an, Pflaumenregen, und in Wirklichkeit ist das eher was Unangenehmes dann. Aber das wäre noch ein Grund mehr, um dann zu dieser Jahreszeit einen Pflaumenkuchen anzubieten, ne? Dass man dieser traurigen Jahreszeit etwas Erfreuliches zufügt. Oder Pflaumenwein, wie du meintest. Ja. Okay. Das stimmt. Und gestern habe ich in der Redaktion über das heutige Thema bei uns gesprochen, Pflaumenregen. Und wir haben inzwischen eine neue Kollegin, die Juliana Miller. Und sie hat mir dann erzählt, dass es ihr dann aufgefallen, dass es in Taiwan so viele Schirmeläden und so viele Schirmeläden hat sie in Deutschland noch nie gesehen. Oder überhaupt gibt es keine so extra Läden, die nur Schirme verkaufen. Ja, in einer normalen Stadt nicht, genau. Höchstens in einer Großstadt, wo dann wirklich viele Kunden da auch kommen können, aber genau. Aber in Taiwan gibt es schon, ne? Ja, ja, weil vor allem, weil die meisten Leute ihre Schirme auch immer wieder vergessen. Also es ist, genau. Ja, man geht außer Haus, es regnet, also man nimmt einen Schirm mit, aber wenn man Vormittag einen Termin hat, hat es vielleicht schon wieder zu regnen aufgehört und vergisst man vielleicht den Regenschirm dort, wo man eben war, und dann, wenn man zu Hause ankommt, merkt man, ich habe ja meinen Regenschirm vergessen. Ah, gut, macht nichts, kaufe ich mir einen neuen. Ist ja eh nicht teuer. Ne? Nein, das kommt oft vor. Ja. Ja, eins kostet, was weiß ich, nur 3 Euro oder sowas. Und daher, viele Taiwaner haben dann in ihrer Tasche immer so einen Schirm dabei. Ja, sei es also sogar meine Kinder. Ja, gegen Regen oder gegen die Sonne. Sonne ja auch. Ja. Also bei meinen beiden Töchtern hat der Schirm auch seinen festen Platz im Schulrucksack. Also der gehört, egal ob es regnet oder nicht, man weiß es ja nie in Taiwan. Ne? Es kann ja am Morgen ganz schön sein, dann plötzlich mittags regnen. Der Schirm ist immer dabei. So ein Knirps, so ein klappbarer, einklappbarer, einziehbarer kleiner Schirm. Ja, spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben. Ja. Der Taiwan, ne? Aber eins soll man auch immer in der Tasche reintun, und zwar ein Hemd. Ein Hemd? Ein Hemd in der Tasche? Also ich ziehe meine Hemden immer an, Bihui. Also das heißt ja, wenn man in ein Geschäft rein, wenn das Klimaanlage zu stark angezogen ist. Ach so, du meinst ein Hemd noch drüber anziehen über das T-Shirt. So wie eine Jacke. Wie eine Jacke, okay. Dann, ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer durch die heutige Sendung etwas schlau geworden sind. Ja, vor allem das Letzte. Also ich bin vorgestern erst mit dem Zug gefahren, mit dem Puyoma nach Taitung, und da war es so kalt. Mhm. Also ich hatte zwar ein Hemd mit, aber das war nicht genug. Also. Ich hatte eine kurze Hose an. Also nächstes Mal nehme ich mir einen Schlafsack mit. Das war echt unmöglich kalt. Das war eine Frechheit, würde ich sagen. Aber die Taiwaner sind das anscheinend gewohnt. Ja, genau. Ja. Das tue ich auch. Ja, also Kälte mag mir angenehme. Ja, so. Ja, auf jeden Fall. Okay, also unbedingt bei Ihrem Taiwan-Besuch immer und überall Schirm und dickes, ganz dickes Hemd mit dabei haben. Sei es während der Pflaumenregenzeit oder nicht. Oder nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie wieder mit dabei waren. Das war die Sendung Kaleidoskop von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer Chou Bihui und Jojo Long. Bye-bye aus Taipei.